Das Video sollten wir auf alle Videos als Antwort posten, die das Let's Play gemacht haben und die beiden Jungs scheißen. Da gibt es mindestens 101 Video von Leuten, die sich dabei filmen, wie sie dieses scheiß Spiel spielen. Also bei Project Zero, oder wie ist das mit der Kamera da? Ja, mit Project Zero, das, da kann man sich erschrecken. Das? Okay, da muss ich sagen, das war auch wirklich unheimlich. Ihr meint ein Porno? Nein. Doch, das ist ein Porno. Was kennst du für Pornos? Haben wir auch drauf. Da habe ich Project Zero mal falsch gespielt, oder wie? Project Zero, naja, das ist schon... Das Japanische kam mir hier nicht raus. Ja, das Japanische kam hier nicht raus. Trotzdem. Bis 4. Und das ist ja, ist ja gut. Und wo soll ich jetzt hin? Ich hab noch einen Schlüssel. Och, Leute. So, wo fallen die Sachen her? Das ist eine ganz normale Decke. Achso, ah, die Dinger fallen runter, okay. Sonst. Die fällt bestimmt auch noch. Oh, ja. Aber noch eine zum Runterlassen. Och Gott, dreh dich halt nicht so. Oh, cool, man kann sich schnell umdrehen. Muss ich jetzt hier überhaupt wieder raus? Ja, ich glaube mal links hoch oder so. War nicht so lang her. Als ob jetzt was passieren wird. Hm? Hallo? Noch ein wenig nerviger? Ich verstehe sie nicht. Ganz beschissener Empfang. Junge. Sicher einer von der Telefongesellschaft. Der Zusammenhang. Da ruft dich was auf dem Handy an. Das kann nicht richtig babbeln. Und dann drehst du dich ganz panisch um. Wo könnte es sein? Es ist bestimmt in diesem Raum. Natürlich. Oh, runter! Freunde! Nichts. Oh Gott. Und auch nichts. Achso. Ist der gewackelt? Kiste. Wo soll ich jetzt hin? Ah, da ist er. Nee, da komm ich auch her. Du kommst denn überall her? Ah, jetzt kann ich da vielleicht hoch und dieses eine Halbtür da. Eine Halbtür? Du vibrierst schon wieder. So, nee, das ist da. Das ist der Stromkasten. Faszinierend. Ich würde das jetzt gleich mit doppelter Geschwindigkeit abspielen, wenn ich du wäre. Wenn den Sound extra nehmen und. Uns taucht das irgendwie. Ja, genau, so eine Chipmunk-Version. Ja! Wie hier bei der Smoko, bei dem Kaizo. Ja. Ja, genau, das mache ich aber nur aus Gag, so hier zweifache Geschwindigkeit tun haben. War das nicht Free Gamer? Nee, das hatte ich ja das Mikro aktuell ist. Bei Kaizo 13, 14? Wie 13, 14? Ja, bei Kaizo Mario 14, gibt's doch schon. Nein, bei Part 14 von der Kaizo Mario Let's Play da. Bei 13 oder 14. Warum? Oh, Leute! Das ist doch schon mal gespielt, wo muss ich hin? Runter und den Strom anschalten, glaube ich. Ja. Ich weiß das nicht. Glaube ich. Ja, oder Generator irgendwie. Ach ja. Anmachen. Ich glaube, da geht der Aufzug und dann. Hey, das Spiel ist ultra spannend. Fast so wie der Film, ey. Ja, vorhin dachte ich noch, dass der Film gut sei. Das nächste Mal. Also in der nächsten Folge lernen wir. Ich will dich jetzt nur nicht blamieren. Was? Der Film war gut, wenn man genug Infos hatte. Ja. Aber wenigstens hat Buffy mitgespielt. Was? Ne? Ach so, ja, neun. Ja. Also, den amerikanischen. Der Schoppen, sowas. Willst du niemand anschauen? Ja, und jetzt? Also, ja, ich hab Buffy-Staffeln. Oh, Lloyd! Ja, das gibst du so öffentlich zu. Ja. Hey, Buffy ist toll. Ja. Die Folge Once More with Feeling kann ich komplett mitsehen. Ja, das war wirklich eigentlich gut. War Buffy ist klasse. Ja, das hätte ich mir nicht getraut in den ersten Staffeln. Damals in der Schule, jeder wollte die Buffy sein. Auch die Jungs. Nein, nicht mehr Block jetzt nicht. Nee, die wollten Sender sein oder Angel. Wobei Sender viel cooler ist. Du willst schon Angel sein. Ja, ich geb's zu, ich hatte die Frisur von Spike, so. Tja, da schämst du dich jetzt aber schade. Stefan, schäme ich mich für irgendwas? Ich dachte, du hast viele von mir gesehen. Ah. Ach ja, oder mich. Ah, die drin nicht! Komm, ich will's kaputt hauen!
Ja, ich mach doch. Ja, ich bin einfach mal schön. Nee, komm. Jetzt willst du noch mehr dretzen. Hab ich das nicht auch beim ersten Mal gemacht? Ja, das macht jeder. In der Geschwindigkeit kann man nicht abbauen. Er flieht in einer unglaublichen Geschwindigkeit den Steg entlang und dann läuft er böse und schwimmt nur, ich nicht weiter. Natürlich, na klar. Super! Jetzt kriege ich wieder nach oben, dann wird. Oh, Hund. Jetzt hat er mich kaputt gebildet. Ja, und jetzt rennt er gleich wieder raus. Ich habe für den Hund echt nur einen Sound aufgenommen. Zwei Sounds. Du hast die Episode abgeschlossen, also ich dachte episch verkackt. Wahnsinn. Dieses Haus ist befleckt von dem Fluch eines. Ja, ist ja gut. Ich glaube, jetzt kriegst du noch eine Flamer-Bewertung, die dich fertig macht. Wieso? Ja, da lest. Das war eine unglaubliche Demonstration der Feigheit. Selbst wenn man bedenkt, dass ein Sternzeichen ein Schaf ist, du verdienst ein mildes Lob, dass du wenigstens in die Dunkelheit vorgeführt bist. Aber wow. Wieso? Ich hatte keine Angst. Ja, du kannst nur nicht schneller laufen. Feigheitsgrad. Wieso Feigheitsgrad? Ich hab doch alles gemacht. Das würde dir auch sagen, wenn du total gelangweilt dadurch rushed. Hm. Seit wann habe ich Gegenstände gesammelt? Ist er ein kleiner Junge mit einem Mann mit nacktem Oberkörper? Habe ich ja ein Bild von einem Kinderporno mit aufgesammelt. Klasse. Ich verlasse das Krankenhaus, verfluchtes Haus. Das Unglück eines Wachmanns. Heruntergekommene Apartments. Guck mal das. Oh mein. Willst du wirklich noch ein Level davon anschauen? Ja, komm. Okay. Ist ja dein Special. Ist ja mein Special. Steh ich zu. Kann man auch zu dritt spielen? Ja, man kann. Oh Gott. Nein! Spannend. Oder? Also, gucken wir mal. 3 bis 301. Was? 3 bis 301 Spieler? Yay! Yeah. 3. Ich bin so ganz schön dreist. Was bist du, der Terminator? Nein, aber das hat einfach Zoom in der Optik. Mann, das ist nämlich ein langer Tag. Ich bezweifle, dass ich zum Krankenhaus schaffe, um Mutter zu besuchen. Mutter! Ken. Und was Barbie? Ja, hab ich mir auch gerade gedacht. Ich weiß nicht, wenn ich Ken die ist, denke ich an Street Fighter. Ihr nicht? Okay, ich glaube, wir haben gerade Epic gefailt. Was gibt es cool? Oder wäre das alles Fliegen? Scary Movie 2, glaube ich. Ja, 2 am Anfang, auf der Toilette. Gut, dass ich mich nicht erinnere, aber ja. Wo der Pastor dann erstmal das Haus segnet. Achso. Ach Leute, ich wollte mir das gerade anschauen. Ja, dann tust du auch. Nichts. Da steht eh nichts. Das ist kein Angstsimulator, das ist ein Nervsimulator. Ja! Psychotest. Wer kann dieses Spiel spielen, ohne durchzudrehen? Ja, aber nicht wegen Angst, sondern wegen, weil es so sackt einfach nur. Ball. Ich verpasse die ganzen richtig coolen Sachen mit euren komischen Zeug da. Da kommen über die Gesichter, die ich schon fünfmal gesehen habe, die ich keine Angst machen. Abgesehen davon, dass ich eindeutig höre, wenn einer von euch die Fernbedienung mit auf dem Bildschirm zeigt. Wieso? Ja. Hey, Satzbatterie, das hat man bei lange keinen mehr gesehen. Wieso schaukelt die Schaukel? Glaubst du mir, dass du nichts verpasst? Ist das nicht dieser Lieferjunge? Ja, man kann doch die Schlange laufen. Puppe. Ich glaube, der ist von der Deutschen Post. Hallo, ich habe hier ein Paket. Ja, stell mal vor, liefert in, den in der Geschwindigkeit. Deutsche Post halt. Würde Sinn machen. Wir möchten uns an dieser Stelle bei allen Postboten entschuldigen. Aber welches ist dein Name? Das schon, müssen wir jetzt rauszensieren. Zensieren. Hier wird nicht zensiert. Wenn ihr nette Postboten nicht unsubscribt jetzt, dann habt ihr kleine Penisse. Du hast Postboten als Subscriber? Oh, ich weiß es nicht. Ich glaube, ich habe ganz verschiedene kranke Leute als Subscriber. Ey, da kommen fast 1000 Leute, da müssen noch bestimmt ein paar kranke Seelen dabei sein, die sich der Deutschen Post verschrieben haben. Ich glaube, du musst das Klings. Bin mir nicht sicher. War da eine Tür? Wenn Postboten das wirklich gucken, schreibt's unter. Das will ich jetzt wissen. Gebt es zu, ihr könnt auch einen extra Nick dafür machen. Postbote 88. Ja. Aber keine Pseudos, ich möchte nur echte. Oh, geil. Partys Kanal, echte Postboten kommentieren. Unzensiert und live. So, ich glaube, man sollte echt mal wieder ein paar Briefbomben schicken. Oh Gott, du wartest nur, dass der Charakter nach vorne wegkippt und einschläft. Also, im ersten habe ich einen Mund gesucht, ne? Was soll ich jetzt hier suchen eigentlich? Eine 3. Eine Tür. Du musst Geld abliefern. Achso. Echt? Oh, geh doch mal jemand an die Scheißtür hin, Herrgott, nochmal. Gibt's hier irgendwas? Sehe ich auch nicht gleich. Wo spielt es eigentlich, dass es da überall und immer dunkel ist? Oder liefert die Post in Japan immer nachts?
Natürlich. Ja, und ah, das ist die Harry Potter Midnight Lieferung, weißt du? Oh mein Gott. Ich kann ja vor allem an diesem Ort. Ah, jetzt will ich euch toll, weil ihr zu zweit könnt oder was? Hey, ich hab nichts gemacht. Da, 301. Ich bin tatsächlich Postbote, ich glaub's ja nicht. Na, ich doch. Fick mir. Ja, du bist richtig, du Nappel, geh rein. Sogar das Klingeln ist lame. Klingeln natürlich automatisch, aber ich bin beeindruckt. Sagst du, Postbote, würdest du da hinliefern? Würde dir das nicht etwas seltsam vorkommen? Nee, voll realistisch. Es ist Batterie. Ja, es macht regelmäßig Mikrowelle, alles klar. Das erklärt einiges, warum es so aussieht. Warum bestimmt zum Messi? Ja. Ja. Natürlich, das erste, was ich als Postbote mache, wenn ich so eine Wohnung sehe, ist reingehen und die Batterien klauen. Oh, gucken wir mal die Mikrowelle, ne? Wir haben ja genug, um eine Fernbedienung für die Tür zu haben. Oh. Es wundert mich so, dass die Charaktere alle die gleiche beschissene Taschenlampe haben, die absolut nichts hält. Gab's im Ausverkauf. Ja, genau, ich guck mal Rabatt. Das ist so eine alte Taschenlampe bestimmt. Nee, Rabatt. Anstatt, dass man sich so eine Taschenlampe kauft, die man irgendwie kurbeln oder kurbeln kann, also mit Akku drin. Und jetzt ist der Schlagstock verwendbar. Dann nimmt man so 19. Ja, hier sind über. Und jetzt? Ich hab das Paket hier abgeliefert. Wo muss ich jetzt hin? Oh, Leute. Hast du nicht? Wo steht das Paket? Wo hast du es hingepackt? Hey, was soll ich hier machen? Duschen, baden, keine Ahnung. Also hier ist noch ein Kühlschrank. Ich guck's noch im Kühlschrank. Wenn du schon die Mikrowelle gecheckt hast. Die haben keinen Kühlschrank. Oh mein Gott. Ein Spül ist auch geklaut. Ich stelle dir ihr Bier kalt. Ich war's nicht. Ich hab's noch runtergefallen. Oh, dreh dich. Warum soll ich? Was? Oh, das ist... Hallo. Oh ja. Ja. Oh, jetzt stehe ich vor einer Wand. Als wenn das ohne dieses Kind jetzt nicht passiert wäre. Ja gut. Hier riecht es nach abgefackelter Kippe irgendwie. Hast du dich verglühen lassen? Ja, vor Spannung. Da klingt jetzt wirklich irgendwo. Ich sag's doch. Stopp drüber, glaube ich. Wenn man diese Arschtür geht. Ja, ist gut. Doch nicht. Danke, ich hatte den Ohren gerade losgekriegt. Da. Soll ich da drin jetzt auch irgendwas machen oder nicht? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr. Randomness, der Name ist Yono. Yuon. Yuon? Yono war dieses. Achso, das war das schwangere Mädchen, ja. Ähnlich erschreckend. Vom Inhalt zumindest. Ach, eigentlich war er gar nicht mal so schlecht. Für einen schlechten Film war der noch gut. Oh, wieso kann er sich nach rechts weitaus schneller drehen als nach links? Ist recht der liegt bestimmt. Ja. Ist Rechtsläufer. Ein Holzbein. Ja, alle Postboten haben Holzbeine, weiß man doch. Piratenpostbote. Ja. Mit ein bisschen Ninja in der Familie. Ja, meine! Oh, spannend. Ich glaube, du musst die Klingel machen, da ging's nicht weiter hoch, ne? Nee, da war der Schuhmacher. Da muss man irgendwas im Zimmer einsammeln und dann wieder raus. Schön, dass wir das jetzt erfahren. Ich dachte, das hat alles eingesammelt. Ja, dann hängt doch das Kind an der Klingel und rennt weg. Hä? Den Kind an der Klingel? Boah, weißt du? Meinst du wirklich? So stand ich mein Passwort, der das Paket endlich abgefunden hat, wenn man morgen nicht mehr hin will. Will er das wirklich in dem Tempo? Oh. Ja, ich renne absichtlich gegen die Wand. Ich glaube, der hat nur ein Auge, der Post. Deswegen muss ich die Steuerung erklären. Und die Frau vorhin auch, oder das Mädchen, oder was auch immer das war. Zeug. Der random Japaner. Japaner. Das wird erklären. Wir haben Japaner laufen wirklich so. Wir haben Kaiju entwickelt, weil die sonst nichts zu tun haben. Die können ja nirgendwo hin. Ja. Ja, ich kann hier drin nichts machen. Das ist so unepisch. Geh mal in den Schrank drin. So, jetzt gehen wir hier alles eins für eins durch. Was ist ein Schleichwurf 1 und 1? Unser läuft nicht AOL ist. Jetzt gehen wir jetzt mal AOL durch alles. Aber Telekom. Runtergucken. Hier blinkt auch nirgends was und nichts an. Lampe. Dass er das Paket nicht einfach hinschillt und sich verpisst, oder? Also vielleicht will er noch unbedingt Trinkgeld haben. Und sucht gerade die Trinkgeldgeber. Ja, die Batterien hat auch schon geklaut. Er kann sich doch die Pfandflaschen klauen. Den Schnaps mit? Ja. Oh, komm, drück mal einer von euch wieder, damit ein bisschen was vorwärts geht. Doof. Jetzt habe ich Angst.